Tag. Heute wird's laut und ich löse ein Versprechen ein. Kleiner Teaser. Ich bin so ein Spielkind. Vorspann! Boah, bei der Macht von Grayskull. Einen wunderschönen guten Tag und ein fettes Heavy Martell an dieser Stelle. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich muss das Mikro da drüben hinstellen, weil der scheiß Laptop wird gefühlt immer lauter. Ihr habt denn sonst nur Störgeräusche. Außerdem will ich ein bisschen die Geräusche von der guten Grayskull 2000X abgreifen. Weil das Ding macht Höllenlärm. Da ist so viel Zeug drin. Ja, ihr seht, nicht der beste Zustand. Ich habe auch nicht viel bezahlt. Und ich habe euch das ja schon angeteasert. Also hier schon an der Front. Geht das schon los mit dem Krach? Das ist total geil. Wenn das Tor aufgeht, dann macht so ein Scheppergeräusch. Oh, jetzt ist die mir hier tatsächlich live on tape eingebrochen. Plastikkleberregel, ist egal. Ich drehe sie euch mal um, beziehungsweise kurz mal noch ein bisschen mehr. Ja, kann man machen, ne? Das dürfte relativ gestartet haben. Jetzt haben wir hier mal die Rückseite mit den Türmen und sowas. Wie gesagt, die ist nicht komplett. Die ist auch arg bespielt und hat schon ihre Macken, aber das ist mir doch wurscht. Ihr kennt mich ja. So klappt man die auf. Und das ist sie im Prinzip. So, Video beendet. Nein, Quatsch. Hier gibt es einen Haufen Scheiß drauf. Da ist ein Batteriefach. Das ist nicht unbegründet da. Da kommt nämlich sowas. Ja, das sind auch noch mehrere Soundeffekte, das ist total geil. Hier findest du überall irgendwas. Jetzt wiederholt sich scheinbar. Was war denn das da? War nix. Ich mach mal das Tor auf. Ich brauche sie ja wenigstens nicht auspacken und. Hallo? So, dann haben wir hier, glaube ich, noch was. Das spiegelt sich sogar in meinem Fernseher wieder. Das ist total geil. Und hier ist auch noch irgendein Geheimnis. Ich weiß bloß gerade nicht mehr welches. Das kann man nämlich freilegen. Das ist auch noch nicht alles. Hier haben wir so Ketten, da kann man so Gefangene trapieren, technisch gesehen. Das geht aber mit den 2000X-Figuren gar nicht so gut. Hier ist noch was. Faxgeräusche, ist das nicht? Faxgeräusche sind super, oder? Ich sag ja, das ist Höllenmaschine. Hier haben wir einen Turm. Ist ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß nicht, ob das abgebrochen ist, aber ich kriege hier keine Figur dahinter gestellt, die den Geschützturm bedienen kann. Deswegen ist das in meinem Verhältnis ein vollautomatischer. Ich muss mal kurz was schauen. Ich glaube, ich habe tatsächlich was vergessen. Wie ging denn das? Da war's. Ich zeige es euch nochmal. So. Hier den Pinökel muss man schieben. Da legt man nämlich das 2000Xer Zauberschwert frei. Ich hoffe, das ist erkennbar. Ist alles ein bisschen eng hier. Machen wir nochmal. Weil es so schön war. Ja, und dann könnte man das rein theoretisch sogar rausnehmen, glaube ich. Ist aber nach oben hin sehr knapp. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Deswegen lasse ich es lieber drin. Wäre eine goldene Variante. Das ist schon mal cool. Habe ich noch irgendwo was vergessen? Ich glaube schon. Ah ja. Klar. Ich stelle jetzt mal keine Figur drauf, aber... Ist geil, oder? Das Ding macht einfach nur Gaudi. Also, es ist wirklich schön gemacht. Das ist hier einfach bloß die Halterung, dass das Brett nicht runterfällt. Und ich möchte aber meinen, man sieht von der Seite aus auch noch was. Ah ja.
Ach, jetzt fällt es mir auseinander. Also, leider wirklich diese Stelle, die ich geklebt habe. Jetzt hält das hier nicht mehr gescheit. Muss aber jetzt durch. Das klebe ich direkt nach dem Video. Ich glaube, die Augen leuchten auch noch. Das ist der, wenn man in den Totenschädel bedient, da sind ja hier die, dieser, ich sag mal, Kamin. Und ich finde die Hütte geil. Ich finde die Hammer. Das ist... Für, also als Spielzeug für Kinder ist das grandios, das Teil. So, jetzt stelle ich es aber hier nochmal rüber. So, ja. Nochmal. Wie gesagt, das Tor, da kommen wir jetzt nicht gut ran. Okay. Das Gewitter. Die Tür. Die Falltür. Und dann das Haupttor noch. Es ist der Hammer. Das ist so Krachmacher, Digga. Es ist so fast wie die He-Man 21 Burg. Die ist, da bin ich echt am Überlegen, ob ich die hole. Weil die als Spielzeug ist die toll. Und so mal rumspielen möchte ich da daran auch schon. Ich habe mir da so mal auf Amazon gibt es dazu ein Video, was die alles kann. Die kann Teile schießen, die kann Krach machen, die hat auch Geräusche. Vielleicht nicht ganz so viel wie die hier, aber trotzdem extrem. So, mache ich die Tür mal wieder zu, sonst klemme ich mir die den Latte auch noch ab. Tja. Wo sind wir zeitmäßig? 6 Minuten. Zeige ich euch meine Figuren halt auch noch. Sind nicht so viele. Einen, den hatte ich schon mal. Den habe ich ja verschenkt. Ist der gute Tree Clops. Also ich finde die rein vom Design her echt gelungen. Die Figuren, die sind nicht so beweglich, wie es jetzt zum Beispiel Origins sind, aber ich finde den Detailgrad, der ist Hammer. Also da könnt ihr euch vergucken, also wirklich alleine. Muss vorsichtig sein mit dem Drehen vom Visor, weil ich habe tatsächlich den Kopf geklemmt. Der Visor hat schon so viele Details, das ist der Hammer. Habe halt leider eigentlich so gut wie gar keine Waffen zu irgendwelchen von meinen Figuren dazu. Aber was soll's? Und mit dem Stand haben sie so ihre Problemchen. Ich lehne die am liebsten an. So. Dann kommen wir mal zu einem. Da fehlt mir auf jeden Fall auch irgendwas. Und der hat auch bloß die eine Waffe. Ich glaube, ich hatte einen komplett, einen Skeletor. Und habe dann die Waffen dann an jeweils die anderen verteilt. Was ich beim Dings vergessen habe, die können ja fast alle da. Die haben irgendwie so eine, nennen wir es mal, Schlaganimation. So, ich zeige euch den mal nahe. Das ist, glaube ich, so Samurai-Skelette oder sowas. Die Mörder-Schulterplatten. Der war aber auch bloß in einem Konvolut drin, wie gesagt. Jenseits von Gut und Böse für die meisten Leute. Das ist, weil er halt da war. Ich dachte, okay, den kann ich noch mit aufstellen. Den können wir auf die Klappe dann mal stellen. Ich habe blöderweise eigentlich so gut wie gar keine Bewohner von Grayskull da. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja. Spielen wir mal ein bisschen. Er bleibt an seinem Lendenschurz hängen, der Arme. Tja, ist halt so. Aber wir können ihn trotzdem wieder hier. Da stellen wir ihn da oben hin. Bisschen Platz brauche ich noch. Ein paar Figuren habe ich ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut, weil ich habe das Mikro ja hier hinten. Also er ist ja fast dran am Mikro. Dann halt eine meiner Lieblingsfiguren, dann können wir den zweiten dann gleich da hinstellen, weil ich den da immer drauf setze. Das ist mein Trapjaw. Den habe ich euch, glaube ich, im Konvolut-Video schon mal gezeigt. Der kann auch mit dem Kiefer schnalzen. Ich finde es nicht schlimm, dass ich keinerlei Waffen habe, weil das sieht so archaisch aus, das Ding. Das muss ich immer noch kleben. Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe nämlich mal wirklich so eine richtig schöne Klebesession gemacht, wo ich mal die ganzen 2000X'er Figuren mal wieder geklebt habe. So, der Gürtel, also sieht archaisch aus. Also ich finde diesen Anime-Touch, den manche bemängeln, bei den Figuren gar nicht verkehrt. Jo. Jetzt stelle ich den bloß aber mal an die Seite, weil es kommt nämlich gleich sein Mount, was gar nicht sein Mount ist. Und zwar der Battle Cat. Boah.
Da fehlt mir die Maske, ja, und irgendwie Raketenwerfer drauf. War auch eine Konvolut-Geschichte, geht mir am Arsch vorbei. Ich bin ja sowieso bei den 2000Xern. Ja, sie sind halt da. Ich finde manche echt extrem cool und manche finde ich echt low. Das würde bei mir auch nie Fullset werden. Wie gesagt, der gehört da gar nicht drauf. Aber ich habe da... Doch, ich habe einen guten, den könnte ich da drauf. Aber der braucht eigentlich Battlecat gar nicht. Naja, steche ich einen Jaw halt mal hier oben mit hin. Wie gesagt, vom Stand sind die nicht so geil. Gerade in der Burg, dieses Brett da, das ist schon so ein bisschen so, dass sich das auch gerne ein bisschen nach vorne beugt. Dann kommt halt hier hin. Ach ja, die Kanone kann auch so ein bisschen schnalzen. Das ist natürlich, wenn er denn, was weiß ich, die Fliegenklatsche hat oder sowas, dann macht das natürlich Sinn, dass er die hauen kann. So, stehst du, Kollege? Wie gesagt, wir haben hier den Battlecat. Fehlt mir die Maske, aber ich finde das Feature ganz geil. Der hat natürlich einen super Stand durch seine riesen Pranken. Kann man machen. So richtig schön Säbelzahn-Tiger-Zähne. Finde ich ganz gut. Ist natürlich alles optisch so ein bisschen drüber. Jetzt kommt so die bessere Riege, die ich habe. Also ich finde es halt einfach designtechnisch toll. Habe ich leider auch nicht komplett, fehlen mir halt auch die Waffen, aber too bad. Der ist sehr nah dran, finde ich, an dem Masterverse too bad, also beziehungsweise der Masterverse an dem hier. Und ja, der kann mit beiden Armen schnalzen. Das Sculpting von den Gesichtern finde ich sehr, 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 sehr gelungen. Allgemein, also wie gesagt, Detailgrad ist für gerade diese Figurengröße. Ich meine, die sind ja kaum größer als eine Origins. Habe ich gerade eine da? Ich habe meinen King Grayskull da. Das nimmt sie ja nichts. Ein Zentimeter mehr haben es. Kommt vielleicht auch auf die Figuren. Mal stellen wir einen Twin Clubs daneben. Ja, die sind schon größer, aber es ist noch nicht so diese Masterverse-Größe. Insofern gehen wir wieder weg. So. Ja. Kann man machen. Finde ich echt eine gute, gelungene Figur. Jo. Ich glaube, der steht auch ganz ordentlich. Den kann ich, glaube ich, sogar hier oben irgendwo mit... Ach, den hatte ich immer hier so an der Fahne. Der hatte sich immer so mit einer Hand festgehalten, dass er nicht umfällt. Ich bin ein Fuchs, Leute. So, jetzt kommen wir schon. Muss ich mal rübergreifen. Ich habe die alle nicht im Griff weiter, weil ich hatte gar nicht geplant... Jetzt mache ich auch noch das Licht an. Ich hatte gar nicht geplant, die Figuren mitzuzeigen, aber das Burgvideo wurde so kurz... Dann habe ich hier einen Discus-Skeletor, oder wie der heißt, weil er halt hier diesen, nennen wir es, Action-Feature hat. Der hat auch ein Schwert, ist ansonsten aber dasselbe Sculpting wie der normale Skeletor bei den 2000X. Die haben alle auch hier unten, Fokus, diese Schlaufe, die umgeknickt ist. Das wirkt immer wie, ist kaputt gegangen? Nee, das muss so. Für jeden, der auf Dämonenfüße nicht so steht, die haben alle 15, finde ich ganz geil. So, ich hoffe, du willst wenigstens hier stehen. Also einer muss da oben mal bleiben, ne? Leute, ja Gott, stellen wir sie halt unten hin. Noch ein Skeletor. Das ist so einer mit Soundeffekt. Das ist, glaube ich, eine von den ersten 2000X-Figuren, die ich mir zugelegt hatte, damals, wo ich wieder mit dem Sammeln angefangen habe. Ich habe bis heute noch keine Batterie gefunden, die da reinpasst. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Der Kopf sieht ein bisschen aus wie Freiheitsstatue auf Wish bestellt. Muss man ihm nur so eine Fackel und an der Hand so ein Buch reingeben. Ne? Aber was er hat, was ich cool finde, war einfach mal ein Powerpunch. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich ihn behalten habe. Und auch da sieht unten die Schlaufe am Gurt, sieht aus, als ob das kaputt ist. Das muss bei den Figuren so. Die sind alle so. Der steht wenigstens drauf. Okay, dann nehmen wir jetzt zur Abwechslung. Ich habe noch eine Figur vergessen. Sehe ich gerade. Nehmen wir zur Abwechslung mal meinen einzigen guten. Mal sehen, ob ich den überhaupt auf den Battlecat draufsetzen kann, weil der hat so einen großen Lendenschutz. Das ist mein Stratos. Der hat auch keine Waffen mehr, die Funktion haut irgendwie nie hin. Ich habe keinen Schimmer, was der gemacht hat. Ich finde aber, auch er
Da war auch der Kopf runter. Sieht vom Sculpting her geil aus. Also, das hat was. Also die 2000X-Figuren, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, die sind echt detailliert. Da kann man nichts sagen. Und da das der einzige Gute ist, dann kommt der auf den Battlecat drauf. So. Dann haben wir hier meine vorletzte Figur und ein absolutes Highlight, wie ich finde. Ja, mit Skeletor habe ich es und im Prinzip ist es auch nichts anderes, es ist nur ein anderer Kopf. Und er wurde ein bisschen anders bemalt. Die Muskeln wurden halt noch nachdetailliert, sage ich mal. Richtig geil, mein Keldor. Ich mag Keldor als Figur sowieso tierisch gerne. Marcel, du kannst mir auch gerne ein Custom machen. Ich schicke dir auch einen Prinz Adam, dass du die Weste kriegst, ja. Und ich glaube, ich habe auch noch einen Keldor-Kopf rumliegen. Bloß das Zusammenbasteln und Anmalen liegt mir halt einfach nicht so aus. Das ist nur Mix und Match. Ja klar, da kriege ich hin. Aber dann Anmalen, diese tattrigen alten Hände. Nee. Also, eins meiner Highlights. Und jetzt muss ich für mein totales Highlight leider kurz pausieren. Ich bin sofort wieder da, Leute. Weil das steht in der Vitrine in meinem Evelyn-Schrein. Ja, wer wird es denn wohl sein? Ja klar, eine Tila. Bis gleich. Sie stand zum Glück sehr weit vorne. Da bin ich wieder mit der letzten Figur hier in meiner 2000X Millisammlung. Viel mehr ist es ja auch nicht. Das kann man ja bloß als Milli bezeichnen. Und Evelyn geht immer. Und die meisten mögen ja dieses Design auch tierisch gerne. Also rein von der Farbgebung her schon. Die mögen ja die gelbe nicht. Ich muss auch sagen, mittlerweile finde ich tatsächlich auch bei den Origins zum Beispiel die mit den Hautfarben besser. Und die, wobei ich finde, die ist trotzdem näher dran an der Filmation, weil nicht so detailliert. Aber die ist gut. Die ist gut. Ich finde Evelyn, wie gesagt, in Hautfarben mittlerweile besser. Ich habe, glaube ich, auch bloß noch zwei gelbe habe ich noch. Zwei gelbe habe ich noch. Eine tatsächlich eine original verpackte, eine alte. Commemorative. Keine Originale, aber Commemorative, wenigstens original verpackt, noch nicht ausgepackt. Und eine Origins, die habe ich auf den Panther gesetzt und die hat auch noch einen lila Umhang gekriegt, was irgendwie optisch passt. Aber die hier, wie gesagt, Sculpting auch wieder grandios, wie ich finde. Schöne Details dran, kann man echt nichts sagen. Hinten auch kein Umhang, aber einen Rock. Einen schönen langen, der Stab. Sind ziemliche Oschis, die Waffen, wenn sie welche haben. Also auch beim Keldor, ich habe den Widerstab verpasst. Es ist geil gemacht, es ist geil angemalt, es ist geil gesculptet. Kann man eigentlich echt nichts gegen sagen. Und das sind jetzt hier meine Grayskull-Burg mit eventuell, könnte man sagen, vier Skeletoren. Noch drei anderen Bad Guys und der arme Stratos alleine muss die Burg verteidigen mit Battlecat, der nicht mal seine Maske auf hat. Also ist es auch noch cringer. Scheiße. Ist halt einfach so. Egal, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Was auch immer. Fettes Heavy Mattel. Bis zum nächsten Mal, wenn hier wieder ein Video rauskommt. Ich werde diesen Stil mit ihm ungeskriptet einfach lassen. Wenn ich dann Scheiße baue, schneide ich das halt doch raus, wenn ich es auch selten mache. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.